Hallöchen Mädels! Ja, heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht-Video von mir. A, weil der Monat fast um ist und B, weil meine Tüte überquillt, wie ihr seht. Also es ist schon, sie ist ja sonst immer sehr voll, das wisst ihr ja, aber diesmal ist es wirklich so, ja, es geht nichts mehr rein, ne? Wie man sieht. Das erste, was ich hier habe, ist die Balea Fußbutter Lovely. Davon habe ich ja die Gelcreme, die ich euch in meinem Favoritenvideo gezeigt habe. Und da hatte ich euch ja gesagt, dass ich glaube, dass ich die auch aufgebraucht habe. Also hier die Fußbutter und ja, ist wirklich so. Ich finde die Fußbuttern von Alverde irgendwie besser, pflegender für meine Füße. Und von daher werde ich eher zu diesen greifen in Zukunft. Als nächstes habe ich hier einen Badezusatz von Kneipp, der Freudentaumel. Das ist leider eine Limited Edition mit Sanddorn und Mandarine. Und Leute, das ist auch so genial. Ich liebe ja diese zitrusartigen, frischen Düfte. Und oh, da, ja, ich habe da drin so gerne gebadet und ups. Ich habe darin so gerne gebadet, aber leider, wie gesagt, eine Sonderedition und ich habe es auch nicht mehr bei DM gesehen. Ja, schade. Rasiert habe ich mich diesen Monat auch mit dem Balea Rasiergel in Oriental Flower mit, was ist denn das, mit orientalischem Duft von Amaryllis. Ich kaufe mir die ja immer, diese Rasiergele von Balea, sei es jetzt in den Limited Editions oder auch in der normalen Version mit Aloe Vera ist die, glaube ich. Ich finde das gut, das ist günstig, da tut seinen Dienst und ja, was will man mehr. Ebenfalls leer gegangen diesen Monat ist dieses Duschgel von Balea, Dusche und Creme Mystic Fantasy mit Mandarinen- und Lotusblütenduft. Und ich hatte daran im Laden gerochen und das roch so genial. Ich finde echt, die Mischung macht's hier. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist so frisch, aber doch irgendwie süßlich und einfach toll. Ist aber auch eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ein absoluter Dauerbrenner bei mir ist hier Head & Shoulders, milde Pflege für juckende Kopfhaut. Ich habe da unheimlich Probleme mit der Kopfhaut und mit Schuppen und deswegen verwende ich ab und zu Head & Shoulders nicht immer, weil wenn ich es immer verwende, dann werden meine Haare davon irgendwie ein bisschen beleidigt, würde ich sagen. Von daher mische ich das auch manchmal mit anderen Shampoos, im Moment gerne mit meinem Silbershampoo, weil ich mir die Haare gefärbt habe und ich den Orangestich daraus kriegen möchte. Und ja, kaufe ich immer wieder nach, finde ich gut. Tolles Produkt. Zahnpasta haben wir hier, das ist von Blender Made 3D White, die Vitalizing Fresh, das ist diese hier. Die fand ich gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil die mal nicht blau war. Also normalerweise sind ja alle Whitening-Zahnpasten blau. Warum rieche ich da jetzt eigentlich dran? weil ich an allem einfach rieche. Egal, lassen wir das. Auf jeden Fall, die ist so hellblau. So rum. Die ist so hellblau und nicht so knatsch-dunkelblau wie alle anderen. Dass ihr halt einfach das ganze Waschbecken versaut habt. Und das mag ich einfach morgens um 5 nicht. Wie man sich vorstellen kann. Ob ich mir die allerdings nachkaufe, weiß ich nicht, weil ich teste mich ja da gerade so ein bisschen durch. Ich habe jetzt gerade eine andere von, was ist denn die, von Signal, aber die finde ich gar nicht gut, muss ich sagen. Ich brauche die jetzt auf, aber ja, da kann ich euch jetzt schon mal sagen, das war das erste und letzte Mal, dass ich die gekauft habe. Bei der, da bin ich mir noch nicht so sicher. Wie gesagt, kommt in die engere Auswahl, aber ich teste noch weiter. Hier noch ein Produkt für die Haare, das ist das Schwarzkopf Gatobi Volumen Styling Powder, Powderful heißt das, für sofortiges Volumen am Ansatz und so. Ihr wisst ja, ich liebe Volumenpuder über alles. Ich kann gar nicht ohne. Immer wenn ich mir hier meine Locken mache und mir die style, dann brauche ich das für meinen Pony. Das hält bei mir am besten. Ob es jetzt das nochmal wird, weiß ich nicht. Ich habe gerade eins von Balea, aber ja, da gefällt mir der Geruch absolut nicht. Ich habe nicht gesehen, dass das mit Vanillegeruch ist und das mag ich gar nicht in den Haaren, um ehrlich zu sein. Von daher könnte ich mir vorstellen, ich brauche das jetzt auf, wie gesagt, aber wenn das leer ist, dass ich mir das nochmal nachkaufe, weil ich fand das echt gut. Machen wir mal weiter mit dem Produkt hier. Das ist der Nagellackentferner von P2 Soft in, ja, was ist denn das? Mit Passionsfruchtöl und Mandarinenaroma und ich muss sagen, das roch jetzt nicht so mega nach Mandarinen, dass man dachte, das ist gar kein Nagellackentferner. Man stank, ja.
Man roch das natürlich immer noch raus, also diesen Nagellackentferner-Geruch, der ist auch, glaube ich, schwer zu übertünchen durch irgendwas. Aber es roch angenehmer als der von Ebelins, der, glaube ich, den ich vorher immer hatte. Und dieser hatte einen großen Vorteil, A, mit diesem Deckel hier, ich fand das ganz praktisch, dass man das Wattepad halt da drauflegt und ja, das dann so entnehmen kann. Und B, er hat auch mit meinem Stempel, also in Kombination mit meinem Stempel funktioniert. Da hatte ich euch ja mal gesagt, dass ich da unheimlich Probleme hatte mit dem Stempel und Nagellackentferner, dass der nicht funktioniert hat. Und mit dem hat er funktioniert. Ebenfalls leer gegangen ist hier dieses Gesichtswasser von Balea. Hier steht drauf, ohne Alkohol, mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Das war nicht schlecht. Ich mochte auch dieses Gefühl auf der Haut. Das war auch wirklich für sensible Haut, also es war nicht reizend und so weiter und so fort. Aber großes Manko bei mir ist der Geruch. Ich weiß nicht, ich mag den nicht. Keine Ahnung, ich kann euch nicht sagen, warum. Ich mag ihn einfach nicht. Es war für mich so, ja, eine Quälerei fast, mir das Zeug jeden Morgen. Ihr wisst ja, ich packe mir das immer in eine Sprühflasche, genau. Packe ich mir das und gebe mir das halt sprühe mir das aufs Gesicht. Meine, jetzt habe ich es aber. Gebe mir das jeden Morgen aufs Gesicht damit und nicht mit dem Wattepad wie üblich. Und ja, da ist der Geruch halt intensiver, natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber ich mag das einfach lieber. Das erfrischt mich dann nochmal zusätzlich und ja, dafür war das leider nicht geeignet. Auch ein Dauerbrenner bei mir hier, die Kochsalzlösung von Visiomax von der DM Eigenmarke. Ihr wisst ja, ich bin Kontaktlinsenträgerin und ja, damit spüle ich die morgens immer ab, befreie die dann halt von den ganzen Rückständen und von dem Reinigungszeug, was ich da über Nacht reingemacht habe in den Behälter und das klappt super damit. Ja, dann habe ich hier eine Premiere sozusagen in einem meiner Aufgebraucht-Videos. Ich glaube, ich habe noch nie etwas Essbares in einem meiner Aufgebraucht-Videos gezeigt. Nein, ich glaube nicht. Ja, das ist das erste und das ist der Eiweißriegel Glücksmoment von Charlotte Eden. Eden? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall sieht das so aus, das Teil. Und ja, die habe ich mir gekauft. Ihr wisst ja, dass ich zurzeit so ein bisschen Gewicht reduzieren möchte und Sport mache und ja, ein bisschen auf meine Ernährung achte. Ich versuche es zumindest, sagen wir so. Und dazu gehört halt auch, dass ich auf Süßigkeiten verzichte. Weitestgehend, aber ja, einmal im Monat, ihr Frauen kennt das wahrscheinlich, geht's nicht ohne Schoki. Geht einfach nicht. Ich hab's probiert, ich schwör's, aber ich bin einfach zu schwach. Von daher habe ich mir gedacht, gut, findest einen Mittelweg und das war mein Mittelweg. Um mal ein bisschen was dazu zu sagen, geschmacklich ist der okay, muss ich sagen. Ich habe schon eine Reihe an Eiweißriegeln ausgetestet jetzt. Die fand ich nicht so dolle, muss ich sagen. Das ist natürlich ein Unterschied, also ob man normale Schokolade isst oder ein Eiweißriegel. Klar, das sollte jedem klar sein, aber ich habe das Zeug einfach nicht runterbekommen und bei dem war das anders. Der, ja, es kam so annähernd an Schokolade ran, sagen wir so. Und von daher habe ich mir den auch schon nachgekauft. Wenn ich wieder so einen Anfall bekomme und ich brauche was Süßes, dann greife ich dazu. Zum nächsten Produkt hier werde ich nicht mehr viel sagen. Ist jeden Monat mit dabei, ne? Auch wieder mit dabei eine Handseife. Von Balea ist die milde Seife Pures Erlebnis mit Magnolienduft und grüner Tee. Da hatte ich ja die rote Variante von, die Kirsch-Variante. Die hatte ich, glaube ich, letzten Monat dabei. Und ja, die fand ich gut und die fand ich aber noch einen Ticken besser, zumindest vom Geruch her. Und von daher werde ich mir die, denke ich, nachkaufen, sobald ich da mal meine ganzen Handseifen aufgebraucht habe. Ebenfalls leer gegangen diesen Monat hier wieder meine Kosmetiktücher, 100 Stück sind da drin, von Ebelin. Mit diesem schönen Dekor, das hatte ich ja lange Zeit hinter mir auf meinem Schminktisch stehen. Ich fand das einfach toll mit hier diesem Baumstamm und ja, dem Herzchen da drin. Und ich liebe die Boxen einfach, deswegen kaufe ich die immer wieder nach. Ja, noch so ein Dauerbrenner bei mir, brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen, ne? Garnier Micellentücher, wisst ihr auch, ich liebe sie. Ja, dann habe ich als nächstes was rausgefischt zum Baden. Das ist von Dresdner Essenz. Die Taufrisch heißt das mit, was ist denn das? Wasserlilie und Aloe Vera. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich das verwendet habe. Deswegen verzeiht mir, dass ich nochmal dran riechen muss. Aber ich hatte in Erinnerung, ja.
roch ganz gut. So, was haben wir denn hier als nächstes? Es lichtet sich langsam, kann ich euch sagen. Ein paar Produkte habt ihr noch, aber es wird weniger. Genau, meine Zellulite-Wickel, die ich mal angesprochen hatte kurz, dass ich die gebrauchen würde. Hier sind sie. Aus dieser Balea Bodyfit-Reihe. Ja. Was kann ich dazu sagen? Es war schon etwas kompliziert. Ich hatte die Dinger nach dem Duschen angewendet, also mir die drum gewickelt sozusagen. Und ja, da kam schon die erste Schwierigkeit. Ich bin ja nicht die Schlankeste, ne, wisst ihr ja. Und von daher habe ich halt nicht so, ja, straffe Haut. Ich meine, sonst bräuchte ich die Dinger auch nicht, mal ganz ehrlich, ne. Von daher fand ich das ein bisschen doof, dass die Wickel, ja, nicht so breit waren. Dass man sie halt gut um die Oberschenkel und um die Hüften und um den Po wickeln konnte. Das war ein bisschen blöd und das hat sich dann halt so, ja, wie soll ich sagen, so aufgerollt. Und dann habe ich es dann irgendwann abgenommen. Von daher war nicht so der Brüller und werde ich, glaube ich, nicht mehr kaufen. Ebenfalls von Balea sind hier diese Nose Strips und die liebe ich. Die habe ich euch ja auch in einem Favoritenvideo, glaube ich, gezeigt. Vom letzten Monat. Ich mag die Dinger einfach, verwende die jetzt mittlerweile einmal die Woche zusammen mit meinen Augenpads von Balea. Und das klappt super damit. Ich sehe zwar ein bisschen dämlich aus, also wie so ein Panda, aber das ist es mir wert, weil die ziehen mir wirklich alles raus. Und seitdem ich die benutze, habe ich ja eine viel glattere Nase. Die Poren sind ein bisschen verfeinert. Und ich brauche halt nicht mehr so viel Make-up, weil ich nicht mehr so viel abzudecken habe, was gerade im Sommer jetzt ganz toll ist. Weil ihr wisst ja, da klatsche ich mir nicht so viel aufs Gesicht. Von daher große, große Liebe von mir und habe sie auch schon nachgekauft. Ja, wenn wir dabei sind, habe ich hier noch was fürs Gesicht. Auch eine Maske. Das ist die Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske. Jetzt habe ich es aber. Ich hatte die ja schon mal und habe da auch, glaube ich, bei Instagram schon mal drüber geschrieben. Und ich liebe die einfach. Ja, kann ich nicht anders sagen. Die spendet meiner Haut so viel Feuchtigkeit wie keine andere Maske, die ich bisher getestet habe. So, dann habe ich hier noch zwei große Kartons. Das ist Haarfarbe. Ihr wisst ja, dass ich, ja, früher habe ich immer Strähnen gemacht. Da sind auch noch teilweise so ein paar drin, wie ihr seht. Also das, ich muss mal gucken, ob ich die jetzt immer selber färbe oder ob ich mir irgendwann doch nochmal Strähnen machen lasse, um halt die Bewegung in den Haaren, ja, ein bisschen besser simulieren zu können. Kann man das so sagen? Aber für den Ansatz bin ich mittlerweile echt dazu übergegangen, selber zu färben, weil, ja, das ist mir auf die Dauer einfach zu teuer geworden, bin ich ehrlich. Also Friseur ist gut, keine Frage, und die machen das ordentlich und ihr habt dann auch keinen Gelbstich und so, aber, ja, Leute, ich habe 150 Euro komplett für Färben bezahlt, also da war nicht Schneiden oder sonst irgendwas mit dabei und ja, fand ich schon happig und dementsprechend habe ich es halt auch nur alle halbe Jahr gemacht und sah dann halt immer oben aus wie so ein, ja, Fleckenteppich sozusagen. Und es hat mich irgendwann genervt und deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, wie gesagt, selber zu färben. Ich hatte ja letzten Monat, war es letzten Monat oder war es da vor dem Monat, ich weiß es nicht mehr, hatte ich eine von Garnier gezeigt, die Olia heißt die, glaube ich. Die fand ich auch nicht schlecht, aber eine liebe Arbeitskollegin hat mir die empfohlen und hat gesagt, probier die mal aus. Die färbt nämlich auch selber und ich muss sagen, die finde ich eine ganze Ecke besser. Ich habe mir da direkt zwei von geholt, weil ich ja einmal drüber gegangen bin komplett. Und das Blond hier, muss ich sagen, ist viel schöner geworden. Also es ist auch ein Orangestich drin, kleine Frage. Wenn ihr zu Hause färbt und ihr habt dunkle Haare, dann ist das nun mal so, kann man nicht ändern. Dafür gibt es dann Silbershampoo, was man sich halt reinmachen kann und damit kann ich persönlich sehr gut leben. Aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, diese Farbe ist ein bisschen heller wie die von Olia und ich muss sagen, gestunken hat die von Garnier auch. Obwohl die sagen, ja, da ist kein Ammoniak drin und Blütenöle und bla bla bla. Aber gestunken hat die auch. Also ich habe auch Luftnot bekommen in meinem Bad, weil da ist kein Fenster drin. Kann man sich vorstellen, das ist nicht so angenehm. Von daher haben die sich jetzt in dem Punkt da nicht viel getan und wie gesagt, das Farbergebnis gefiel mir hierbei einfach besser und deswegen werde ich in Zukunft auch bei der hier bleiben. Dann habe ich hier noch eine Maske, das ist so eine Probe, die hatte ich glaube ich mal in einer Zeitschrift drin oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist die Peeling Maske Tonerde von L'Oreal, das sind ja diese, ja, es gibt ja dieses Multi-Masking-System irgendwie, diese sauteuren Masken in diesem Tiegel für 10 Euro oder so, wo ich mir immer denke, nein. Aber wie gesagt, ich hatte das in der Zeitschrift drin und dachte, ja, probier's mal aus.
Ich muss jetzt auch sagen, dass ich jetzt nicht so, ja, es war jetzt nicht so der Wow-Effekt, dass ich jetzt sagen müsste, ich müsste da wirklich 10 Euro für so einen Pott ausgeben. Das nächste Produkt hier werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, beziehungsweise ich habe es mir ja schon nachgekauft. Aber wenn das wieder leer geht, auf jeden Fall auch wieder. Das ist hier die Bodyfit-Reihe von Balea, wo ich euch eben auch die Algenwickel da gezeigt hatte. Das ist die Gelcreme. Ist ja auch egal. Und ja, ich habe euch ja schon mal gesagt, ne, in meiner DM-Haul-Review hatte ich die und in meinen Favoriten hatte ich sie auch. Und ja, der Geruch, ich liebe den einfach. Der passt für mich wunderbar in den Sommer und im Moment ist das meine absolute Lieblings-Body-Lotion. Ja, hier nochmal so ein Haargummi, ne? Aber diesmal so ein, wie heißen die Dinger? Papanga oder so. Aber ich glaube, das war von Essence oder Revaldeloup. Heißt die Haarmarke von Rossmann? Nee, die heißt nicht Revaldeloup, ne? Egal. Von Rossmann auf jeden Fall, glaube ich. Und ja, ist kaputt gegangen. Ich persönlich nehme die immer, wenn ich mir einen Dutt mache. Also auf der Arbeit meistens habe ich die Haare ja zu. Wegen der Haube und so, da kann ich nicht so rumlaufen, das geht nicht. Und da mache ich mir halt immer ein normales Haargummi, wie so eine Art Messi-Bun und das halt drüber, damit das noch besser hält und damit die Strähnen, die einzelnen, da nicht rausgucken. Und ja, das hatte ich jetzt ziemlich lange, muss ich sagen, über ein Jahr. Und ich finde, es hat jetzt seine Dienste getan und darf jetzt weg. Ja, diesen Monat war es ja zeitweise echt heiß und da durfte natürlich Sonnencreme hier nicht fehlen. Das ist jetzt hier von Sundance, von der DM-Eigenmarke, die Ultra Sensitive Sonnenfluid. Das Sonnenfluid, sollte man meinen, in 50 plus sehr hoch für allergische Haut bei Mallorca-Akne, Sonnenallergie und Neurodermitis sogar. Und ja, ich habe das fürs Gesicht benutzt. Das mache ich im Sommer immer, wenn ich jetzt gerade keine Tagescreme habe, die einen sehr hohen Lichtschutzfaktor hat. Aber bei dem Produkt muss ich sagen, ich mochte es nicht. Also ich mochte den Geruch nicht, der war... ja, so eher neutral, halt so gar nichts irgendwie. Ist bei mir schon so ein Problem. Ich weiß, soll ja für Neurodermitis und so sein. Klar, dass da kein Parfüm und sowas drin ist. Ja, hätte ich mir denken können. Aber gut. Was aber noch viel schlimmer war bei dem Produkt, ist, dass es so geweißelt hat. Kann man das so sagen? Also wenn das so einen weißen Film auf der Haut hinterlässt, kennt ihr das? Und... ja, das funktioniert mit dem Make-up einfach nicht oder auch mit der BB-Cream. Also ich sah danach aus wie ein Geist. Ich bin ja eh schon hell und dann war ich noch heller und das ging gar nicht. Und von daher, ja, ich habe die jetzt auch ziemlich lange gehabt und bin jetzt froh, dass ich sie eigentlich aufgebraucht habe und werde sie auch nicht nachkaufen. So, was haben wir denn hier noch drin? Ah, hier, meine Augencreme von Clinique, die All About Eyes Rich. Ich war eine ganze Zeit lang sehr, sehr begeistert von der, muss ich sagen. Und... ja, ich mag die Wirkung auch immer noch, aber diese Inhaltsstoffe da, die schrecken mich ehrlich gesagt so ein bisschen ab. Also, dass da so Mikroplastik und sowas drin ist, finde ich irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch eine davon, weil ich mir die vorher, bevor ich da geguckt hatte, gekauft habe. Und ja, ich will die nicht verkaufen, weil die ist neu und ich kriege dafür nicht den Neupreis. Ich würde immer Verlust machen und von daher habe ich gesagt, okay, sie tut mir ja jetzt nicht weh irgendwie und von daher, ja, benutze sie halt dann nochmal. Deswegen habe ich jetzt gerade noch eine in Benutzung. Ich bin mit der auch ziemlich lange ausgekommen, muss ich sagen. Also über ein halbes Jahr. Und ja, ich benutze Augencreme wirklich jeden Morgen und jeden Abend, weil ich halt immer diese trockenen Stellen unter den Augen habe und Krähenfüße und ach, hast du nicht gesehen. Und da brauche ich einfach die Pflege. Und ja, die ist gut. Aber A, der Preis, ich meine, die kostet, glaube ich, irgendwie 36 Euro oder so, ist schon viel. Und ja, bei den Inhaltsstoffen, ne. Wie gesagt, deswegen, ich habe jetzt noch eine davon. Ihr werdet die halt nochmal sehen, aber nochmal kaufen, dann werde ich die auf jeden Fall nicht. Da habe ich hier als nächstes eine Handcreme von Balea, den Hand- und Nagelbalsam in Kamille. Den habe ich euch, glaube ich, in einem anderen Aufgebraucht-Video schon mal in groß gezeigt. Hier ist der in klein, den hatte ich in der Handtasche. Und ja, Kamille ist eigentlich ganz nett. Ich mochte den, aber von der Pflege war es jetzt nicht so der Brüller, dass ich jetzt sage, ich müsste das nochmal haben. Dann habe ich hier ein Parfum von Alien, oder beziehungsweise, nee, das heißt Alien und das ist von Sari Mackler. Heißt der so? Keine Ahnung. Ich hatte euch ja das Angel gezeigt, wo ich gesagt habe, das stinkt wie die Hölle.
Und ich hatte echt Schiss, muss ich sagen, das zu benutzen und dachte mir so, wenn es wieder so stinkt, dann sortierst du es wieder aus. Egal wie teuer es auch immer ist. Aber ja, ich muss sagen, es war nicht ganz so schlimm wie Angel. Es war okay, aber es ist nicht mein Duft. Dieses unheimlich ja, süße, schwere, das ist nicht meins. Ich bin eher so die Frische, die das Grüne braucht und vielleicht ein bisschen blumig, aber nicht zu doll. Und das war mir echt, ja, too much. Deswegen, nee. Und der Preis, ich glaube, das kostet irgendwie 90 Euro oder so, habe ich gesehen. Ah, holla die Waldfee. Nee, muss ich nicht haben. Von daher, ja, war nett. Es war nicht ganz so schlimm wie das andere, aber in groß werde ich das nicht kaufen. So, dann habe ich hier noch so Proben drin. Zweimal hier Garnier. So. Die habe ich mal, habe ich die zugeschickt bekommen? Oder waren die in der Zeitung? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das hier diese neue Reihe Hautklar Sensitiv. Ich habe von diesem Hautklar dieses Waschgel, das nehme ich immer als Maske, wenn meine Haut besonders schlimm ist und ich ja ziemlich viele Pickel habe, die mich nerven. Und das geht ganz gut. Ja, das sind jetzt hier so zwei Mini-Proben. Einmal hier das Waschgel und einmal die Creme. Von daher kann man da jetzt nicht so viel sagen, finde ich. Das Waschgel war angenehm und könnte mir auch vorstellen, mir das vielleicht mal in groß zu kaufen, je nachdem. Und zu der Creme, ja, fand ich auch ganz okay. Hat meine Haut nicht gereizt oder so. Ob sie jetzt, wie gesagt, Unreinheiten vorbeugt, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, eine Anwendung, ne, kann ich nicht viel zu sagen. Aber vom Hautgefühl her, das kann ich sagen, war es okay. Und es hat nicht gejuckt oder gebrannt oder sonst irgendwas. Weil damit habe ich manchmal so meine Probleme. Also gerade im Sommer ist meine Haut zickig so ein bisschen. Und will nicht immer alles haben, was ich ihr da so drauf kleistere. Und von daher muss ich da schon vorsichtig sein. Aber bei dem hier ging es. So, dann habe ich hier noch eine Probe und noch eine. Die kann ich ja gerade auch rauswischen hier. Einmal von Estee Lauder. Das ist das, wie heißt denn das Ding? Perfectionist. Ein Serum. Und ja. Ich habe da zwar nur einmal was von gehabt, weil das war, wie gesagt, hier so eine Mini-Probe. Aber das Gefühl auf der Haut war echt toll, muss ich sagen. Leider, weil das ist sau teuer. Dann habe ich hier noch eine von Biotherm, ist das. Das ist die Aqua Source. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich mag Biotherm, um nicht zu sagen, ich liebe diese Marke, weil ich den Geruch einfach so geil finde von denen. Die haben so ein, ja, das erinnert mich immer so ein bisschen an Spa und Wellness und Erholung. Und ach, ja, ich verbinde damit irgendwie das. Keine Ahnung. Habt ihr das auch, dass ihr mit Gerüchen irgendwelche besonderen Sachen verbindet? Schreibt mir das mal unten rein. Oder ob ich nur so bekloppt bin. Auf jeden Fall, ja. Ist halt auch nur so eine kleine Probe, ne? Von der Wirkung her kann ich da jetzt auch nicht viel zu sagen. So, dann habe ich wie immer hier noch ganz viele Parfumproben. Ihr wisst ja, ich bin da immer noch im Aufbruch. Aber mittlerweile habe ich, glaube ich, fast alle leer. Bis auf so zwei, drei oder so. Und diesen Monat waren es auch wieder vier. Ich habe ja, wie gesagt, nichts anderes benutzt an Parfum, jetzt mittlerweile schon, weil ich die ich habe, noch ein bisschen aufsparen will, weil die sind echt gut. Ich habe mir so die besten aufgehoben. ja, aber diesen Monat habe ich halt, wie gesagt, nur Proben benutzt. Ich habe hier zweimal, das habe ich zweimal gehabt, dieses Kenzo d'Amour. Mein Französisch ist echt schlecht. Egal. Ja, ich mochte den Duft, ehrlich gesagt. Also, es gibt ja dieses Flower, das ist ja auch sehr beliebt, das kenne ich nicht, aber diesen Duft hier, ja, den mochte ich. Der war zwar so ein bisschen süßlich und blumig, aber nicht so schwer dabei und hat auch ziemlich lang gehalten. Von daher habe ich mir das mal notiert in meine Liste zu den Parfums, die ich mir irgendwann mal zulegen werde. Ist das wieder schwer heute. Ja, auf jeden Fall fand ich gut und wie gesagt, habe ich im Hinterkopf. Kaufe ich mir vielleicht sogar mal nach. Dann habe ich hier eins von, was ist denn das? Burberry Body. Wie ihr vielleicht sehen könnt oder auch nicht, das ist nicht ganz leer, weil irgendwann hat der Pumpspender sich gedacht hier, also dieser Sprühkopf, du kannst mich mal. Und dann kam da nichts mehr raus.
Von daher habe ich das nicht ganz aufgebraucht, aber ich muss auch sagen, ich fand das jetzt auch nicht so gut. Ja, und das letzte hier im Bunde ist von Flower Bomb. Bloom heißt das. Und der Name verrät es ja schon. Das ist sehr blumig und ja, auch wieder sehr süß und es ist so grenzwertig. Also ich habe das benutzt, es war jetzt nicht schlecht, aber in groß muss ich das jetzt auch nicht haben. So, dann habe ich hier, ich hole mal den Rest hier aus der Tasche raus, weil das ist nur noch hier dekoratives Zeugs und dann packe ich die mal weg. Da habe ich zum einen hier einen Highlighter. Mein erster Highlighter, der leer gegangen ist. Zwar nur ein kleiner, aber es ist ein Erfolg für mich. Da habe ich ja wirklich lange, lange dran gearbeitet und habe den ja ziemlich lange in meiner Schminkbox gehabt, um ihn endlich aufzubrauchen, weil ich irgendwann gesagt habe, ja, jetzt muss er endlich mal weg. Mittlerweile bin ich fast ein bisschen traurig darum, weil ich fand den echt gut. Vor allen Dingen dieser Aprikoton, den sieht man halt nicht so oft. Kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil wie gesagt, ihr seht, der ist ratzeputz leer. Das ist übrigens die Farbe 021 High Beam von P2 Glow Up Highlighter. Eyes and Cheeks. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Keine Ahnung. Bin da gerade nicht so informiert, ehrlich gesagt. War nur so eine kleine Dose, wie gesagt, aber ich mochte den echt gern. Als nächstes leer gegangen ist hier mir so eine Mascara. Die ist von Lancôme. Also auch etwas höherpreisigeres. Ich hatte das mal, ich glaube, bei einer Bestellung dabei. Da hatte ich über 39 Euro bestellt oder so. Das hat Douglas ja ab und zu schon mal. Und das ist die Hypnose Drama Mascara. Die hat hier so ein ganz abgefahrenes Bürstchen. So ein gewelltes. Zwar Faserbürstchen, aber ich fand das nicht schlecht, muss ich sagen. Und ich fand auch die Mascara nicht schlecht. Die hat mir schöne Wimpern verliehen, aber ja, ich denke mal, die wird auch so um die 30, 40 Euro liegen. Lancôme ist ja auch eher teurer. Und das sehe ich irgendwie nicht ein, ehrlich gesagt. Da bin ich zu geizig für. Also bei Mascara bin ich da echt zu geizig. Weil in der Drogerie gibt es auch gute, sehr gute, um nicht zu sagen. Und da sehe ich nicht ein, warum ich da 40 Euro für so eine blöde Mascara ausgeben soll. Von daher, die Probe war nett. Ich habe die gern benutzt, aber nee, das ist mir zu teuer. Noch was für die Wimpern hier. Von Alverde kommt das, der Lash Booster. Ich hatte euch den, glaube ich, schon mal gezeigt und hatte gesagt, dass ich den ganz gut finde. Deswegen habe ich mir den auch nachgekauft gehabt. Das ist hier übrigens so ein Wimpernserum, wenn man denn so will, mit so einem Pinsel dran, wie die anderen das haben. Mittlerweile bin ich aber dazu übergegangen, meine Wimpern abends mit Rizinusöl einzupinseln. Mit der normalen Mascara-Bürste und habe damit noch bessere Ergebnisse. Und deswegen, ja, habe ich das jetzt noch aufgebraucht, werde es aber nicht nachkaufen. Und das letzte Produkt, was mir leer gegangen ist diesen Monat, ist ein Concealer. Der kommt von NYX. NYX. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Marke ausspricht. Ist auch egal. In der Farbe CW01. Das ist, glaube ich, die hellste. Das ist dieser HD Concealer High Definition irgendwas. Der auf jeden Fall mega gehypt ist. Und aufgrund dieses Hypes hatte ich mir den auch zugelegt. Um ehrlich zu sein, ja, ich bin manchmal so blöd, wenn ich was sehe und Leute schwärmen davon, dann lasse ich mich da oft von anstecken. Das geht meistens gut, aber in dem Fall, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Also der ist nicht schlecht, das will ich nicht sagen. Und ja, der hat auch alles gemacht, was er so versprochen hat. Aber zum einen geht der unheimlich schnell leer, finde ich. Also ich habe den ein paar Mal angewendet und ratzfatz war der leer. Zum anderen, dafür, dass es die hellste Farbe ist, ist der gar nicht mal so hell. Also der von Catrice ist wirklich viel heller. Ja, und von der Deckkraft und Haltbarkeit war der jetzt auch nicht so der Mörderbrüller, dass ich jetzt sage, wow, ich müsste dafür, keine Ahnung, was kostet der, 8 Euro oder so ausgeben, wo der dann nicht lange hält. Da kann ich mir auch die von Catrice kaufen, ehrlich gesagt. Der kostet 3,95, glaube ich. Hält extrem länger als der. Und ja, macht das gleiche, wenn nicht sogar bessere Ergebnis, weil er halt auch heller ist für meine Haut und von daher werde ich den nicht nachkaufen. Also so Mädels, das war's mit meinem Aufgebraucht. Im Nachhinein betrachtet ist das gar nicht mal so viel gewesen. Ich glaube, das lag einfach daran, dass die Produkte einfach so groß waren. Allein diese Haarfärbe-Kartons da, die ich da jetzt gerade sehe, die sind schon überdimensional und
dann diese ebeligen Tücher, die nehmen dann halt auch viel Platz weg in der Tüte. Aber ich bin stolz auf mich. Ich habe wieder einiges aufgebraucht diesen Monat, würde ich sagen. Und meine Sammlung hat sich wieder ein bisschen verkleinert. Da arbeite ich ja im Moment dran, habe ich euch ja gesagt, dass ich da ja im Moment so ein bisschen am Aufbrauchen bin und auch nicht mehr so viel nachkaufe. Von daher ist das schon gut so. Da kann ich auch mal gucken, welche Produkte ich wirklich mag und die dann auch immer wieder nachkaufen, um mir da halt auch so eine Art ja, Routine zu schaffen einfach und so eine Regelmäßigkeit, die ich auch ganz gerne in meinem Leben habe, ehrlich gesagt. Bin eher so ein Mensch. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich merke, ich schweife schon wieder ab. Das Video ist ja zu Ende, ne? Ich habe euch ja alles gezeigt. Und ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt meine Tasche und sammle dann wieder neu. Und dann gibt es nächsten Monat ein neues Aufgebraucht-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr ihm ein Däumchen nach oben gebt oder auch ein Abo. Vielleicht habt ihr Bock, mich öfters mal zu sehen. Und falls ihr neu hier auf dem Kanal gelandet seid, dann könnt ihr das kostenlos machen. Außerdem verlinke ich euch hier nochmal mein letztes Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr da nochmal reinschauen. Ansonsten würde ich sagen, war's das hier. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's euch fein und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!